Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich liege noch faul im Bett, während ich noch ganz kurz mein Headset ausrichte. So, ich denke, jetzt geht's. Ja, willkommen zurück bei Stardew Valley. Das letzte Mal war eine sehr kurze... Oh, ich hab schon wieder Egg Festival. Ach du Scheiße. Na gut, das letzte Mal war eine sehr kurze Folge, muss ich zugeben. Ich hatte leider nicht den Elan aufzunehmen, den ich mir gewünscht hätte. Ja, tut mir leid dafür. Jetzt geht's weiter. Schauen wir mal, was wir hier so anstecken können. So, wir haben Post. Wahrscheinlich fürs extraste Bemoje. Ja, sag ich ja. Alright. So, ich sehe schon, hier ist einiges fertig. Oh, das heißt, ich muss eigentlich nochmal Samen holen für Cauliflower. Das ist jetzt so schnell gegen 12 Tage, da können wir nochmal eine Ration pflanzen, das sag ich euch. Hier sind auch schon einige fertig, die würde ich allerdings gerne hängen lassen, bis die anderen dann fertig sind. Einfach aus dem Grund, weil wir sonst eine Menge Löcher morgen da drin haben. Das ist auch doof. Ich dazwischen jetzt nichts anderes pflanzen. Ich habe eh keine Rübensaat mehr. Das Ganze für mit Cauliflower voll. Ja gut, dann ändern wir jetzt gleich doch. Dann kaufe ich halt Cauliflower. Was hatten wir jetzt hier? 34, 46 Stück. 46 Stück. 40, 46, 92. Oha, müssen wir ein paar kaufen. Ich glaube, ich hoffe, das Geld reicht. So, mal schauen, was hier. Das ist ready, das ist ready. Das, 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 das. Und die da unten. Warum sind die einfach so? Ich verstehe es nicht. Na gut, ist auch egal. Oh, das ganze Feld hier unten ist auch fertig. Na gut, das wird heute ein Lagertag. Wobei ich ja auch noch zum Fahrer und Händler gleich muss. Aber erst müssen wir ernten. Oh Gott. Leute, erklärt mir bitte, was in der Welt los ist. Wir haben heute Samstag. Wenn ihr diese Folge seht, ist Montag. Das heißt, die Ereignisse spielen sich am Freitagabend ab. Da sitzt Freitagabend nichts ahnt, einfach hier, quatscht ein bisschen mit seinem Freund, guckt dabei ein bisschen Stream und surft ein bisschen dann im Internet rum und muss halt mitbekommen, was in der Türkei abgegangen ist. Und was auch immer noch zugange ist zu dieser Stunde, es ist gerade 12 Uhr mittags und bis jetzt ist die Bilanz, dass es wohl knapp 200 Tote geben soll. Ich habe mir gestern, also an dem besagten Freitag, einen Live-Einblick angeschaut und ich muss ehrlich sagen, wow, was ich da gesehen habe, ließ mit den Atemstocken. Ganz ehrlich, also es zeigte die Brücke, die gesperrt war in der Einrichtung, also man kam von der asiatischen Seite aus nicht mehr rüber, aber rein, und an dieser Brücke stand halt das Militär, gut, ich kann nicht reden. Es stand halt das Militär und Bürger haben versucht, über diese Brücke zu kommen. Bzw. an diese Brücke ranzugehen, und das Militär hat einfach wahllos geschossen. Man hat in dieser Live-Übertragung von einer Kamera, also es war wohl eine Sicherheitskamera, die da hang oder so, ich weiß es nicht genau, man hat alles gesehen und gehört. Mir ist zu diesem Zeitpunkt so unglaublich anders geworden, weil ich einfach gesehen habe, ich war im Endeffekt so gesehen live dabei, auch wenn es nur eine Übertragung war, aber man hat gesehen, wie die Leute einfach über den Haufen geschossen wurden. Es wurde nicht gewarnt, nichts, es wurde einfach direkt das Feuer eröffnet. Die Leute wurden halt direkt abgeschossen, haben versucht, sich hinter Autos zu verstecken. Man hat gesehen, wie die Verletzten von den anderen Leuten aus der Schusslinie gezogen wurden. Es war schrecklich. Dann habe ich noch ein Video gesehen im Internet, da hat ein Helikopter geschossen auf Passanten. Es gleichte einem ziemlich schlechten Actionfilm. Also, was da gestern abgegangen ist, um es mal kurz zu fassen, wer es nicht mitbekommen hat, was ich sehr bezweifle. Es ging darum, dass das Militär versucht hat zu putschen. Sowas so viel bedeutet wie... Sie meinten halt von sich aus, sie hätten die komplette Macht im Land übernommen und würden jetzt halt für Recht und Ordnung sorgen etc. Es heißt zu dieser Stunde, dass dies nicht der Fall ist. Es soll noch über 800 Militär,
Mitglieder festgenommen worden sein. Es wurden Polizisten erschossen. Das Militär hat sich mit den Polizisten Kämpfe geliefert. Also, richtig. Ich weiß absolut nicht, was ich dazu sagen soll. Ganz ehrlich, wie können Menschen zu sowas in der imstande sein? Ich meine, ich befürworte nichts von dem, was Erdogan tut, ganz ehrlich. Er ist und bleibt ein Diktator und tut dem Land absolut nicht gut. Und es wäre schon fast besser gewesen, wenn er gestürzt worden wäre, was nicht der Fall ist, zum jetzigen Zeitpunkt halt. Also anscheinend ist nichts dergleichen zustande gekommen. Also sie haben, ja, versagt kann man nicht sagen, aber sie haben es nicht geschafft. So, Moment kurz. Ich muss auf mein Geld achten. So. Und mir fehlen für sowas einfach die Worte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, erst die Anschläge in Nizza, also der Anschlag in Nizza, zu dem sich mittlerweile die IS bekannt hat, was allen eigentlich schon klar war. Einfach ein random Typ hingegangen und hat einfach 80 Leute überfahren und sie somit getötet. Und es wurde auch noch aus dem LKW um sich geschossen. Man hat ja auch später im Führerhaus des LKWs so ein halbes Waffenarsenal gefunden. Was? Ich verstehe es nicht. Was ist mit der Welt los? Warum muss man das tun? Warum muss so viel Schmerz, Leid und allem der Welt zugefügt werden? Und vor allem, was mich richtig, richtig, richtig stutzig macht, ist einfach die Tatsache, dass dieser Militärputsch einfach so von Hü auf Hott kam. Einfach aus dem Nichts. Es war erst komplett ruhig in der Stadt dort. Es war nie irgendetwas gewesen. Außer gut, Krawalle gab es immer mal wieder. Aber sowas dann auf einmal so aus heiterem Himmel? Was ist denn da los? Ganz ehrlich. Ich meine, reicht es nicht schon, dass wir Anschläge in der ganzen Welt haben? Morde, Kinder, die verhungern und all das Leid, was sowieso schon vorhanden ist. Dann auch noch sowas? Muss das denn sein? Sorry, aber ich verstehe die Menschen nicht. Was ist denn da kaputt? Was ist da kaputt? Also, ne, und ich glaube, die Krone, das hat, glaube ich, jeder am gestrigen Tag mitbekommen, also an dem besagten Freitag, die Aktion von ApoRed. Also ganz ehrlich, ich hätte diesen Typen am liebsten so dermaßen in die Fresse gehauen. Also ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber abgesehen, ich bin eine Frau, ja? Aber was der Typ gebracht hat, geht einfach gar nicht. Ey, selbst ein Zombie hat mehr Hirn als der Typ. Wie kann ich denn bitte in die Stadt gehen? Hat sich also in Hamburg ereignet. Wie kann ich denn bitte in eine Stadt gehen, in der Menschen den Tag genießen wollen, etc. mit Anzügen, Sonnenbrillen und also einem Scheiß in der schwarzen Tasche. Diese Tasche den Leuten im Endeffekt entgegenwerfen und brüllen, ihr habt nur noch 30 Sekunden zu leben, wenn euch euer Leben lieb ist, lauft weg. Wie gestört muss man für so eine Scheiße denn bitte sein? Ganz ehrlich. Erklär mir mal bitte einer diesen Abfuck. Wie gestört muss ein Mensch sein? Das verstehe ich nicht. Er spielt mit der Angst der Menschen, um seine Klicks zu finanzieren, also um Klicks zu generieren und zu bekommen. Wie widerlich, abartig, pervers kann ein Mensch eigentlich sein? Also der Typ ist kein Mensch für mich. Der Typ ist Abschaum. Und der Typ gehört für mich von YouTube verbannt. Definitiv. Also es gab immer schon kranke Pranks, ja? Aber das geht eindeutig zu weit. Viele, viele YouTuber haben sich gestern einfach nur gefragt, was bei diesem Typen eigentlich falsch gelaufen ist. Manni, nimm mal. Ne? Und viele, die wahrscheinlich auch mit ihm befreundet sind, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich weiß, dass halt einige mit dem auch Kontakt haben, die da gepostet haben, selbst die waren schockiert von der Handlung, die er gebracht hat. Es heißt zwar, er soll privat lieber ein netter Mensch sein, vielleicht ist er das ja auch, aber das geht einfach gar nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann doch nicht hingehen
mit der Angst der Menschen spielen. Und ich meine, es war sowieso ein ziemlich beschissener Zeitpunkt, gerade zu den Anschlägen in Nizza. Und so eine Scheiße bringen. Ich meine, was? Also, ich weiß, dass der Fall mittlerweile an die Polizei weitergegeben wurde. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe sehr, dass er eine gerechte Strafe bekommt. Aber wahrscheinlich wimmelt er sich dann schon wieder irgendwie raus. Weil er stompelt es wahrscheinlich wieder als soziales Experiment ab, wie er es schon oft bei seinen Pranks getan hat. Das ist kein soziales Experiment, du Spaten. Das ist krank. Und eigentlich gehörst du weggesperrt. So, das ist meine Meinung dazu. Der Typ gehört für mich weggesperrt und mal nachgeschaut, ob sich da überhaupt ein Huhn befindet in seiner Hülle. Weil das ist einfach nur krank. Das ist, sorry, aber mag sein, dass viele den feiern. Ich habe das auch letztens schon bei uns im Stream gesagt, dass es absolut nicht geht. Ich mag diesen Typen nicht. Und das hat einfach dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Das sind so Dinge. Sorry. Verpiss dich einfach. Geh dich einfach irgendwo einbuddeln. Komm nie wieder. Oder geh am besten auf Clipfish. Da wird man dich wahrscheinlich sogar noch feiern. So, sorry, aber da hört bei mir echt der Spaß auf. Das ist nicht mal mehr Spaß. Das ist einfach kranke Perversion. Bitteschön. Das ist einfach kranke Perversion. Und selbst wenn er den Prank am Ende aufgelöst hat, die Menschen hatten Angst. Die Menschen hatten einfach scheiß Angst. Und sowas macht man nicht. Sowas ist krank, sowas ist perfide, sowas ist abartig. Und ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, dass du von irgendjemandem dafür ordentlich auf die Fresse bekommst. Am besten natürlich von der Justiz. Weil dann merkst du mal, was du für eine Scheiße verzapft hast. Weil das, was er getan hat, ist eine Straftat. Es ist eine hochgradige Straftat. Es ist Vortäuschen einer Straftat und ja, mal davon abgesehen, ey, das. Vor allem, ich finde gar keine Worte mehr dafür. Ich finde keine Worte mehr für diese Scheiße, ganz ehrlich. Ich hatte gestern echt seit langem wieder Lust, irgendjemanden mit dem Kniefer raus in die Fresse zu springen. Und er war der Richtige in dem Moment, ganz ehrlich. Ich hatte schon lange keine Wut mehr auf einen Menschen, den ich nicht einmal persönlich irgendwie ansatzweise kenne. Ich hatte schon lange keine Wut mehr auf einen Menschen wie gestern auf ihn. Aber das muss man mal schaffen. Es weiß ich nicht. Tut mir leid, aber kranker Bastard. Weg damit. Einfach nur ein krankes Schwein. Halt die Klappe, Katze. Einfach nur ein krankes Schwein in meinen Augen. Und ich hoffe wirklich, er bekommt die gerechte Strafe dafür. Wobei ich schon eher glaube, dass die hier sagen, so, ja, so schlimm war es ja nicht und so. Wenn das der Fall sein sollte, ja, dass er seinen Arsch irgendwie aus der Schlinge ziehen kann, dann verliere ich wirklich jeglichen Glauben an die deutsche Justiz und an das deutsche Recht. Also an das Strafgesetz. Also sorry, aber dann seid ihr kleiner, dreckige Pussys. Morgen wird es regnen, schön. Weil, nur weil er ein YouTuber ist, ganz ehrlich, kein YouTuber darf sich so eine Scheiße erlauben. Zumal er meiner Meinung nach nämlich, glaube ich, auch gegen einige YouTube-Richtlinien verstoßen hat. Weil auch er hat sich an Regeln zu halten. Das müssen wir auch tun. Egal, ob jetzt Let's Player, Vlogger, Entertainer. Jeder muss sich hier an Regeln halten. Weil ohne Regeln funktioniert nämlich sonst nichts. Und er hat es eindeutig überschritten. Deswegen meine Frage wirklich an euch, was ist mit der Menschheit momentan los? Wie perfide und krank muss man erst sein, unschuldige Menschen umzubringen? Einfach so, ich sag jetzt wirklich mal einfach so, just for fun. Weil meiner Meinung nach gab es keinen Grund, und das ist schon am nationalen Feiertag dort, es gab meiner Meinung nach absolut keinen Grund. Klärt mich auf, falls es doch einen gab. Ich habe es dann wahrscheinlich nicht mitbekommen. Und dann andere Menschen noch so krank zu sein und Leute zu erschrecken, so, ja, Prank, Bombe, ha, mega witzig. Weil er hat sich wirklich totgelacht darüber. Also, ich krieg schon wieder Aggression, wenn ich nur daran denke. Also, sorry, aber Alter. Diesem Typen gehört einfach mal ordentlich in die Fresse geschlagen.
sorry, aber ich find's mega krass, einfach mit der Angst der Menschen auch noch Klicks zu generieren. Ich weiß, das Video ist mittlerweile offline genommen. Aber trotzdem, für die Zeit, die es draußen war, es war schrecklich genug. Es war einfach schrecklich genug. Und ich hoffe wirklich sehr, dass er Konsequenzen daraus ziehen muss, dass sein Netzwerk ihn vielleicht rauswirft, das wäre auch noch eine schöne harte Strafe für ihn. Aber, weiß nicht. Es sind auch sehr, sehr viele hingegangen, die ihn einst gefeiert haben und haben sich halt mega über ihn ausgekotzt, wie man so abartig krank sein kann. Ich würde sagen, der Junge hat sich einfach mal fett ins eigene Fleisch damit geschnitten. Aber das Problem ist auch an so einer Geschichte, er bekommt die Aufmerksamkeit. Ne? Er lacht sich da dick ins Fäustchen, bekommt die Aufmerksamkeit, macht immer noch auf schön Wetter. Ich habe mir das Video selbst nicht angeguckt, weil ich ihm einfach den Klick nicht gegönnt habe. Und, aber ich habe mal auf seine Facebook-Seite geguckt und der kleine, pardon dafür, aber dieser kleine schwanzlose Typ hat einfach so getan, als wäre nichts gewesen. Er hat fröhlich weiter seine schleimige Scheiße da gepostet, Werbung für seinen beschissenen Stuff gemacht, den er sowieso nur bei eBay kauft. Er kauft sich also gebrauchte Klamotten und präsentiert sie als neue. Ganz geil, kann ich auch machen, kann ich auch einen Kick gehen und sagen so, ja. Scheiße, das Eckfestival beginnt schon. Kann ich auch sagen so, ja, mega geile Klamotten habe ich mir da und da gekauft bei Deutsche und Gabbana und in Wirklichkeit habe ich sie dann für 3 Euro beim Grabbeltisch im Kick gekauft oder was? Ey, sorry Junge, schalt dein Hirn ein, ganz ehrlich. Ach nee, du hast ja keins. Ey, tut mir leid, aber ein Zombie hat mehr Hirn wie der Typ. Zombie ist intelligenter, ist einfach so. So, meine Tiere war ich gleich. Geh das mal Eier suchen. Gut, dass wir ja wissen, wo die liegen. Honig ist auch fertig, schön. Tiere werde ich heute Abend noch versorgen. So genug aufgeregt, wir kümmern uns jetzt wieder um Stardew Valley. Auch wenn ich gerade im Dreieck kotze, ne? Bestrahlt so. Bleh. Ganz ehrlich, sorry. So, was haben wir hier? Strawberry Seeds. Take 8 days and keeps productive stories after that. 8 days. Wir haben jetzt welchen? Keine Ahnung. 15, 20. Aber 20 Stück mit. Muss ich gleich noch gucken, wie ich den Bau echt hält. So, da wir wissen, was die alle labern, fangen wir einfach direkt mit dem Event an. Weil es ist jedes Jahr dasselbe, was sie sagen. Es sollte zwar was Individuelles kommen, aber bis jetzt gab es keinen größeren neuen Patch für Starbound. Starbound, Stardew. Zu Starbound komme ich auch im Übrigen gleich. Wenn das Event hier verbessert. Wobei, ich kann es erzählen, es ist sowieso nur derselbe Kack. Starbound wird am 22. Juli, also in gut einer Woche. Es geht los. In gut einer Woche, ich habe jetzt schon keine Peilung mehr, wo die sind. Also in gut einer Woche wird Stardew Valley. Nein, Starbound, Mann! In gut einer Woche wird Starbound endlich aus dem Early Access genommen, was für uns bedeuten wird. Wir werden wieder ein Let's Play zu Stardew bringen. Zu Starbound. Also zu einem der Spiele so. Weil wir natürlich euch zeigen möchten, was neu ist, was jetzt alles gekommen ist. Vorweg möchte ich euch natürlich aber auch noch zeigen, was wir in der Zeit gebaut haben, weswegen ich da noch ein kleines Video zu machen werde. Bevor dann wahrscheinlich ein fetter Planeten-Reset kommt und ich ganz doll weinen werde, weil alles weg ist. Nee, wie gesagt, am 22. Juli ist es endlich soweit. Starbound kommt aus dem Early Access. Ich freue mich drauf. Lange, lange hat es gedauert. Und wir schauen dann mal, wie es wird. Oh, look at all these eggs! Now, if only I could get you kids to pick up a little less eventually, we'd have to clean this town the side of the galaxy. And now, the winner of this year's egg hunt... Surot! Yay! Here's your prize, enjoy! Show you the straw hat, toll. Well, that's it for the year's egg festival. Thanks for come everything! Do 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 do